BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt, wie immer mit Jürgen Klopp. Wir warten auf Ihre Fragen und sind beim rechtzeitigen Handzeichen schnell bei Ihnen. Martin Feier mit der BVB-Total-Zuschauerfrage. Von Guido Kremers, der schreibt uns, Eintracht Frankfurt hat die viertbeste Offensive, aber auch mit 57 Gegentoren die löchrigste Defensive. Was erwarten Sie am Samstag für ein Spiel? Ja, eigentlich ein Spiel, das mit den beiden Themen nicht so richtig viel zu tun hat, weil zur Offensive gehört natürlich auch Alex Meyer, der jetzt leider für Eintracht Frankfurt in der Saison nicht mehr spielen kann. So die Hinweise, die ich da habe, sind viele andere Spiele jenseits der Gegentore, die sie gekriegt haben oder der Tore, die sie geschossen haben, sondern der Art und Weise, wie sie einfach gespielt haben. Und das ist, muss man klar sagen, gab Unterschiede bei Eintracht Frankfurt zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Das ist so. Wir haben sie, war eins der vielen skurrilen Spiele, die wir irgendwie absolviert haben, das Hinspiel. Ich glaube, dass immer noch nicht so ganz klar ist, warum wir damals eigentlich verloren haben, aber wir haben verloren. Das muss man auch konstatieren. Diese Scharte würde ich sehr gerne ausmerzen und Eintracht Frankfurt ist eine richtig gute Bundesligamannschaft. Das muss man einfach sagen. So, die Qualität haben jetzt ein paar Gesperrte haben, aber dafür kommen andere zurück. Jack Beiß wieder zurück. Zambrano, denke ich, wird wieder zurück sein. Dafür fehlt eben der ein oder andere Spieler. Und dementsprechend geht es, glaube ich, darum, dass auch Eintracht Frankfurt bei allem, was sie so an Saisonzielen vielleicht schon erreicht haben, dass sie nicht hierher fahren, um irgendwie abzuschenken, sondern dass sie richtig noch ambitioniert sind. Und Mannschaften von Thomas Schaaf, das ist das Torverhältnis, dürfte ihm wahrscheinlich auch nicht ganz fremd sein. Also mit ein bisschen anderen Gewichtung vielleicht dass sie mit Werder Bremen hat Thomas auch immer spektakulären Fußball gespielt. Also sehr offensiv, viele Tore geschossen und wahrscheinlich auch das ein oder andere dann zu viel gekriegt. Aber wenn Eintracht Frankfurt, davon gehe ich aus, hier mitspielt, dann wird das richtig gutes Fußballspiel und wir haben Bock, das kann man nicht anders sagen. Also die Woche ist gut, sehr gut bis hierhin, es kommt der ein oder andere zurück, ob das jetzt für Samstag schon reicht, werden wir sehen, aber die Trainingsgruppe ist so groß, wie sie schon lange nicht mehr war. Heute Mittag soll, muss ich mal gucken, ob ich das auch tatsächlich zulasse, aber Marco Reus will heute Mittag mittrainieren, Sebastian Kehl ist überraschend schnell, überraschend weit. Wer hat noch Probleme gehabt? Lukas Piszczek wird heute wieder mittrainieren. Ja. Also dafür hat Kevin Großkreuz wieder ein bisschen Probleme. Das ist schade. Und da müssen wir einfach mal gucken, was wir da basteln, was wir in der Mannschaft bauen. Aber für die letzten Spiele hoffe ich, dass wir eine richtige Auswahl an Spielern haben und dass man das dann eben auch schon in diesem Spiel nutzen kann. Plus das Spiel wir natürlich von Paderborn mitnehmen in das Spiel. Weil die erste Halbzeit war nicht so mies, wie sie natürlich gesehen wird, weil man Paderborn einfach bearbeiten muss. Da kriegt man nicht einfach die Räume angeboten. Die zweite Halbzeit war klasse. Und daran anzuknüpfen wäre schön. Moritz Leikam, Bild-Zeitung. Jetzt haben Sie schon viel zu den Verletzten gesagt. Gündogan war gestern noch erkältet oder ein bisschen krank oder weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall nicht im Training. Und bei Reus ist das schon dann auch möglich, dass er spielen kann am Samstag oder zu früh? Natürlich kann ich zu sagen, dass er hat eine Rachenentzündung. Jetzt, wo er die jetzt so ganz genau, die Blutwerte sind einigermaßen okay, aber da muss er bei uns immer so extrem vorsichtig sein, dass die Jungs nicht ansteckend sind. Er müssen ja sofort raus aus dem Mannschaftskreis. Heute Mittag wird Ilkay trainieren, aber nicht mit der Mannschaft, weil das noch nicht abschließend geklärt ist. Aber er fühlt sich besser, hat jetzt nicht Hochfieber oder sowas. Das ist also durchaus im Bereich des Möglichen, dass er morgen am Abschlusstraining teilnimmt und dann logischerweise auch fürs Spiel zur Verfügung steht, wenn das so kommt. Das weiß ich nicht. Und bei Marco müssen wir einfach gucken. Also Marco hat jetzt einen guten Aufbau gehabt und so nach und nach sind die Probleme dann verschwunden. Jetzt müssen wir einfach mal sehen. Also gestern hat er, wer das gesehen hat, einen Kreis mitgespielt. Das ist wird gemeinhin von den Ärzten immer so bewertet, als wäre das so ein Einstieg, aber das ist schon sehr intensiv, weil das ist natürlich alles dabei, das sind enge Räume, das ist sind Zweikampfsituationen und ohne, zwar nur mit einem Kontakt, aber es ist trotzdem eben halt Körperkontakt. Das war völlig unproblematisch und mal gucken. Wenn Marco hundertprozentig fit ist, ist das natürlich sofort ein Thema. So lang war die Pause jetzt ja auch dann nicht. Aber wenn es jetzt für Samstag noch nicht ganz reichen sollte, wäre es natürlich schön, wenn es dann wenigstens für Dienstag
langt. Bitteschön, gibt es weitere Fragen? Wir gehen aufs Kamerapodest zu Jens Tamp hier für Sport 1. Herr Klopp, ich habe noch eine Frage zu Ihrem Nachfolger hier in Dortmund. Die Meldung kam diese Woche raus. Viele Leute haben das als logische Entscheidung gesehen. Wie würden Sie das kommentieren? Na, gar nicht. Ja, also da können wir eine ganze Menge zu sagen, aber es ist der falsche Zeitpunkt. Also ganz einfach, wenn ich bin da nicht hundertprozentig involviert, aber ich glaube, ich habe mitbekommen, dass der Verein und Thomas sich dazu jetzt erstmal nicht äußern in der laufenden Saison. Und genauso werde ich das dann eben auch halten. Ja klar. Oliver Müller für die Welt. Wie schwierig ist das, die Mannschaft auf Frankfurt vorzubereiten, wenn nur drei Tage darauf ja nun wirklich ein ganz besonderes Spiel ansteht, wo man ja die komplette Saison ja vielleicht doch noch zu einem sehr versöhnlichen Ende führen kann? Du hast ja auch von deinem persönlichen Traum gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass der sich eher auf den Pokalwettbewerb bezieht. Also das Schöne im Leben ist immer keine unterschiedlichen Dinge träumen, aber also wäre es ja schon auch ein bisschen behämmert, wenn wir jetzt sagen würden, wir setzen alles auf die Karte Dienstag. Wer die Bayern gesehen hat vor in der Champions League, der muss ja sagen, gut, die scheinen ja doch noch ein bisschen was vorzuhaben in der Saison. Also um das Spiel kümmern wir uns dann, wenn es ansteht. So, unsere Ambitionen hat sich trotz des Auftritts in der Champions League natürlich nichts geändert. Aber ja, wir haben zwei Möglichkeiten, uns noch mehr als versöhnliches Saisonende hinzukriegen. Und da ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das in der Bundesliga hinkriegen. Also sollte ich, was ich nicht festgestellt habe, sollte ich feststellen noch, dass irgendeiner mit den Gedanken vielleicht schon beim Spiel danach ist, ja, dann würde ich ihn gerne zu Hause lassen. Und aber das ist eher unwahrscheinlich, muss ich sagen. Die Jungs sind in der Spur, sie wollen diese Saison wirklich noch ein, vielleicht auch nur klein, aber eben einen Stempel verpassen. Und da ist das Spiel gegen Eintracht Frankfurt das absolut Wichtigste, sehr klar. Die große Schlamann für Sky Sport News HD. Herr Klopp, Sie haben gerade gesagt, dass natürlich die einfache Möglichkeit wahrscheinlich über die Bundesliga ist. Was würden Sie denn sagen, oder ja, eine von den beiden Möglichkeiten. Ja. Was würden Sie denn sagen, was ist ein realistisches Ziel, ein realistischer Tabellenplatz, auch im Hinblick auf die Restpartien, die da noch anstehen? Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Also ich dachte, ich konzentriere mich jetzt einfach immer aufs nächste Spiel und dann gucken wir mal. Also das verändert sich auch alles relativ schnell. Also wir sind, ich kann jetzt auch nicht so tun, als wäre eben die akute Abstiegsgefahr noch da. Und dementsprechend, wenn die nicht da ist in dem Maße, dann muss man natürlich gucken. Aber das geht nur über Punkte in der Bundesliga. Und dementsprechend Tabellenplätze, es geht bei 7 los, wo es spannend wird. Und ja, den zu kriegen wäre von Platz 18 kommt ja auch nicht so schlecht, aber nochmal, das ist alles, das ist wirklich nicht interessant im Moment, sondern Eintracht Frankfurt, volle Konzentration und dann gucken, wie es danach aussieht, kann man immer wieder neu bewerten, muss man immer wieder neu bewerten, aber Konzentration ist wichtig. Thorsten Langenbahn, auch für Sport 1. Herr Klopp, Sie werden nächste Saison nicht mehr da sein. Inwiefern sind Sie denn noch in die Planung eingebunden? Das sagt man ja nicht von einem Tag auf den anderen. Das war's, oder? Nö, aber also Planung eingebunden bin ich überhaupt nicht natürlich. Wir haben aber natürlich die ganze Saison durch schon gescoutet, geguckt. Einige Sachen sind auch vollkommen klar, dass ja unwichtig, wer Trainer ist. Also das sind ja verschiedene Positionen, ergeben sich von sich aus, dass man da irgendwie gucken muss. Und genau das haben wir das ganze Jahr über natürlich auch gemacht. Und dementsprechend war ich da die ganze Zeit involviert, aber bin das jetzt auch nicht mehr. Das denke ich, macht ja auch Sinn. Also dementsprechend ist das ein ganz normaler Vorgang in einer eher seltenen Situation. Ja? Boah, aber ist alles gut. Also ich habe großes Vertrauen, dass es sehr gut weitergehen wird. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Doch, dann tu
tut mir eingefallen, lass mich nicht so lange warten. Pressekonferenz läuft. Hast du noch was anderes vor? Hast noch was anderes zu tun? Alles klar. Dir große Schlammer. Ich bin ganz froh, wenn die Leute mal nachdenken, bevor sie fragen. Also mach nicht so eine Hektik. Ich muss erst nachlesen. Nachlesen? Ja, die Kollegen vom B-Sky-B haben mich gebeten, aus England Ihnen eine Frage zu stellen. Okay, wir hören dann doch auf. Ja, die Chance ist vertan. Ja, dieser Kollegen aus England sagen, dass ja irgendwie quasi jeder Club sie gerne haben möchte. Die Journalisten möchten sie alle haben. Ganz England leckt sich die Finger nach ihnen. Ehrt sie das so ein bisschen, dass die Premier League so Riesenstücke auf sie hält? Nein, ich weiß überhaupt nicht, ob das so ist, und es interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig. Und wenn die Journalisten mich eine Weile besser kennen, so wie ihr, dann werden sie auch keiner mal die Finger nach mir lecken. Also dementsprechend ist das ja... Also das ist all das interessiert mich im Moment wirklich überhaupt nicht. Ich habe da auch da mit dieser Planung nichts zu tun, sondern ich bin wirklich, kann man glauben oder nicht, ist mir auch egal ehrlich gesagt, aber komplett in der Saison drin. Ich bin gut drauf, habe richtig Lust auf diese letzte Saisonphase und dementsprechend alles andere, was geschrieben und so weiter, kriege ich glücklicherweise, weil man das ja selber entscheiden kann, nicht mit, und damit geht's mir doch recht gut, um ehrlich zu sein. Matthias Dersch von den Ruhrnachrichten, bitte. Ja, gestern haben vier junge Spieler hier ihre Verträge verlängert. Wie traurig bist du, dass du die nicht mehr trainieren darfst? Da sind noch einige dabei, die haben noch Vertrag. Also der kommt, ich möchte um 19 jetzt nicht zu nahe treten, das sind sie auch ein paar richtig coole Jungs dabei, aber was die U17 dann zu bieten hat, was danach kommt, ist ein absoluter Knaller. Und ja, ist mir schon auch irgendwann aufgefallen, dass wenn ich das hier nicht weitermache, dann werde ich die Buben nicht trainieren, aber so ist das Leben. Also dementsprechend ist das für einen Verein, das habe ich ja, meine ich, in der einen Pressekonferenz auch gesagt, die Perspektive ist großartig für diesen Club, und da kommt wirklich ganz, ganz viel Qualität nach, und das ist eine ganz gute, tolle Nachricht für alle Borussen-Fans, dass da wirklich richtig, richtig große Talente nachkommen. Der Weg ist lang, der Weg ist schwer, für die Buben auch, aber es ist trotzdem so, dass ohne diese Voraussetzungen, die sie mitbringen, ist der Weg unmöglich. Für sie ist er möglich, jetzt müssen sie verletzungsfrei bleiben, und dann werden alle Borussen noch viel Spaß mit ihnen haben.